Ja, herzlich willkommen zurück hier im Kellerstudio live aus dem Erlacher Hof vom Berner Digitaltag. Es ist inzwischen Mittagszeit, die rasen. Und wir haben das nächste spannende Thema parat. Und zwar ist bei mir Katrin Gilbert, Verification Officer von Keystone SDA. Guten Tag, herzlich willkommen hier im Studio. Ja, und wir diskutieren in der nächsten Viertelstunde um das Thema Fake News. Ein grosses Thema in der heutigen Zeit, in der heutigen digitalen Zeit. Was ist richtig, was ist falsch? Wie will man das noch auseinanderhalten? Keystone SDA hat da natürlich als Agentur eine gewisse Verantwortung, die ihr, glaube ich, übernehmen wollt, um zu sagen, was bei uns rausgeht. Das muss proved sein, das muss den Tatsachen entsprechen. Wenn ihr kurz erzählen könnt, was beinhaltet euer Job genau? Also, als ich bei der Keystone SDA angefangen habe, ist auch immer so die Frage aufgekommen, was ich eigentlich mache, weil das, was ich mache, das geht nicht in die Basisdienste raus und geht entsprechend auch nicht an die Kunden raus. Ich mache Faktenchecks, aber das vor allem von Facebook-Posts. Und diesbezüglich arbeite ich sehr, sehr eng mit der deutschen Agentur zusammen, mit der DPA. Und auch, sie haben ein sehr grosses Know-how in diesem Bereich. Und mein Bereich ist vor allem wirklich Faktenchecks von Facebook-Usern, die einen Deutschschweizer Bezug haben, vor allem auch ihren Sitz oder in der Schweiz wohnen. Von der Deutschschweiz aber auch publizieren. Genau. Und jetzt, ich meine, ich bin selber auf Facebook drauf und als Nachrichtenmann weiss ich auch, was allein auf diesem Kanal reinkommt, wo man sich, mit allen Medien drauf vertreten. Wie gehe ich da vor? Also, was lese ich mir wo, wie raus? Wie kommen die Informationen zu mir von Sachen, die ich genauer anschauen muss? Wie ist das Vorgehen? Ja, also, das, was ich mache, ist ein bisschen separat vom normalen Dienst von der Keystone SDA. Diesbezüglich haben wir auch von Facebook her Tools, die uns zur Verfügung gestellt werden, die Faktenchecker, weil Facebook die haben. Unabhängige Partner gesucht und das sehr viel auch in den Medienhäusern entsprechend gefunden, die Faktenchecks machen von ganz normalen Facebook-User. Und es ist entsprechend ein Facebook-Algorithmus auch dahinter, der uns Vorschläge gibt. Dort sollte man mal nachschauen, quasi? Oder ja, wo uns Vorschläge gibt, wo einfach den Hinweis gibt, da könnte irgendetwas falsch sein oder etwas komisch sein. Allerdings haben auch die User jeweils die Möglichkeit, gewisse Posts zu melden, die sie selber als verdächtig finden. Und das erscheint dann noch auch. Allerdings können wir natürlich auch selber proaktiv suchen. Das machen wir auch immer wieder, weil die Facebook-Algorithmen, ja, wie es halt so ist mit dem Dialekt bei Deutschschweiz, ja, das erkennst du halt schon ein bisschen schwierig. Genau. Also diesbezüglich, da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass jetzt die deutschen Kollegen, denen wird das in dem Sinn viel mehr und viel einfacher zugespielt, weil ja, der Algorithmus einfach Hochdeutsch selber als Sprache so viel besser erkennt als Dialekt. Wie sieht es denn von den Themen her aus? Also es gibt, sag jetzt mal, wenn man es ganz klar soll sagen, es gibt falschmeldige Sachen, die nicht stimmen, aber es gibt natürlich auch viele Sachen, die richtig Meinungsmachung gehen, wo jemand eine Meinung vertritt, die vielleicht nicht stimmt, aber er vertritt die Meinung. Also, wie tut man das? Jetzt gerade in dieser Pandemiezeit natürlich hat das exorbitant zugenommen, was man alles für zum Teil horrende Blödsinn auf Social Media Kanälen auch lesen kann. Bis zu den abstrusesten Verschwörungstheorien, wo ja, wahrscheinlich, sage ich mal, viel zu von den Nutzern selber merken, das ist auch jetzt eher weniger der Tatsache entsprechend. Aber ja, gibt es da Unterschiede, wo man sagt, das sind bewusste Falschmeldungen oder dass das hier ist Meinungsmache oder wie sieht das aus? Das gibt es auf jeden Fall. Wir haben diesbezüglich auch Regelungen von Facebook her, so Standards, wo wir uns auch daran halten müssen. Und ja, in der Covid-Zeit ist natürlich entsprechend jetzt auch viel rausgekommen. Ich habe mich sehr viel mit Covid-Themen befasst, das stimmt auch. Und wie mir das einfach so ein bisschen merken, also wenn es um Meinung geht, das ist gleich auch nur eine Plattform, wo man seine Meinung äußern kann. Das schauen wir nicht an, das testen wir an, das prüfen wir nicht. Und wir schauen dann wirklich, ist es eine Behauptung, die wir auch wirklich verifizieren können. Eine Meinung kann man nicht verifizieren. Und das stimmt schon, manchmal ist es so ein bisschen fliessend ineinander rein. Das fällt auch uns immer wieder mal schwer. Aber da sind wir als Team ja dahinter. Und wir haben auch die Teambildung so, dass wir miteinander diskutieren können. Die Plattform die brauchen wir auch rege. Und dort haben wir auch immer wieder gemerkt, oder sogar teilweise mit einem Faktencheck angefangen und irgendwann ist dann plötzlich bei der Entstehung rausgekommen, oh, das geht gar nicht. Das,
Also einmal haben wir zum Beispiel gehabt, dass eine Aussage von einem Wissenschaftler gegen eine Aussage von einem Wissenschaftler steht. Das sind echt so gewisse Sachen, ja, wo lobt man den Freiraum. Schwierig, weil es ja, ja. Um das spezifische Fachwissen geht, wo man irgendwie muss vertieft anschauen muss. Genau. Und das ist ja gleich eine Plattform, wo man sich frei äußern kann, jede Person. Und wenn es um die Meinung geht, dann schauen wir das nicht an. Wir haben aber schon eine klare Priorisierung. Weil es hat so viele Falschmeldungen genommen, wir kommen in dem Sinn gar nicht nach. Wir haben es jetzt wirklich auf das priorisiert, was jetzt auch gesellschaftlich, sozial und politisch im Land vor allem auch diskutiert wird. In der heutigen Zeit finde ich es sehr wichtig, was ihr jetzt macht und was da das SDA, KIS und SDA macht. Handgenommen könnte man aber auch sagen, ist es dann nicht ein bisschen bequem für eine Social-Media-Plattform wie Facebook zu sagen, schaut ihr mal dazu, weil eigentlich wäre es ja die Aufgabe auch vom Betreiber, da dazu zu schauen. Oder ist es einfach in der Summe zu viel, dass es gar nicht zu bewältigen ist? Von Facebook selber, dass sie das sollten machen. Ja, das haben sie eigentlich bewusst so ein bisschen ausgelagert. Das nicht heisst, ja, Facebook macht das alles und prüft das und kontrolliert das. Und deswegen haben sie wirklich unabhängige Partner gesucht gehabt. Und wenn das Facebook würde machen, würde das einfach halt auch von Firmen her wahrscheinlich ein bisschen Kritik kommen, es einfach heisst, sie entscheiden, was falsch ist. Genau. Sie entscheiden genau. Und nicht jemand Neutrales, der nebenan genau. Steht, wo du eingreifen. Was noch dazu kommt, Facebook, das ist ein US-Unternehmen, die haben teilweise einfach keine Sprachkenntnis, was in dem spezifischen Land geredet wird. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob es überhaupt Mitarbeiter gibt, die Schweizerdeutsch würden reden und verstehen. Und mit dem haben sie ja vor allem auch eben die Sprachkenntnis, aber auch Kenntnis über die Gesellschaft, über das politische System, über die Wirtschaft, wie reingeholt, wo es wirklich von Leuten verifiziert wird, die vor Ort sind, die sich in dieser ganzen Gesellschaft auch auskennen. Sie haben uns noch etwas mitgebracht, was ihr uns nachher zeigen könnt. Einfach noch schnell die Frage voran. Bei eurer Arbeit hockt ihr da nicht manchmal voran und staunt ein bisschen, was da überhaupt alles erzählt wird und zur Debatte steht? Doch, auf jeden Fall, manchmal schon. Aber, Es macht es auch mega spannend, muss ich wirklich sagen. Also es ist von Themenauswahl her, die wir hier haben, also das ist immens. Also das, jetzt ist klar, viel Covid-bedingt gewesen, aber teilweise ist es auch politisch Energie oder so etwas, wo man sonst einfach nicht so wirklich darüber nachdenken würde. Und wo wir dann halt als Faktenchecker wirklich in die Tiefe gehen und dann gleich mal nachfragen und nachrecherchieren, was jetzt da wirklich dahinter ist. Und das macht es vor allem auch spannend. Und es ist nicht nur auf die Schweiz beschränkt vom Thema her, sondern es ist wirklich länderübergreifend. Und so ist auch die Arbeit vom ganzen Team, dass ich nur schon jetzt mit der DPA zum Beispiel sehr, sehr eng zusammen arbeite, ist es wirklich international auch geprägt. Was habt ihr jetzt da mitgebracht? Das konkrete Beispiel? Oder? Das ist ein Visualisierungsbeispiel. Ja. Weil viele, wenn ich einmal so erzähle, eben, was ich hier wirklich mache, die haben schon gesagt, ja, wie sieht das aus, wie läuft das? Mhm. Und darum möchte ich das eigentlich gerne als Visualisierung, wie das dann wirklich auf Facebook aussieht. Es ist ein aktuelles Thema, auch ein sehr bewegendes Thema. Ich wollte alles kennen, sehe ich da. Ja, ich wollte nicht auf die Recherche oder grundsätzlich auf das Thema eingehen. Es geht wirklich rein um die Visualisierung, wie das da aussieht. Ja. Also das ist jetzt einfach ein Facebook-Post, den wir genommen haben, den wir auch durchgelesen haben. Also, wie gesagt, Faktencheck fangen wir eigentlich erst an, wenn wir das im Team so ein bisschen besprochen haben, was wir da machen müssen und ob es überhaupt möglich ist und so weiter. Und in einem Facebook-Post, wir löschen die ja dann nicht. Das bleibt weiterhin auf Facebook. Es geht einfach darum, dass wir eine Verlinkung machen vom Facebook-Post mit unserem Faktencheck, den wir geschrieben haben und auch publiziert haben. Mhm. Aber das ist nicht auf der gleichen Plattform. Es wird nur eine Verlinkung gemacht zwischen diesen zwei. Haben wir so eine Verlinkung gesetzt, erscheint das noch auf dem Facebook-Post und es gibt so einen Hinweis. Hier ist es da unten. Ich habe es jetzt auf Englisch eingestellt. Entsprechend, wenn man es Facebook selber auf Deutsch eingestellt hat, dann schießt es auch auf Deutsch. Es ist auch jeweils ganz anders. Also wir haben dort auch Vorgaben von Facebook. Da ist jetzt heisst jetzt, dass wir eine falsche Information haben. Es gibt aber auch Facebook-Posts, die haben teilweise einfach einen Teil, der falsch ist, aber einen Teil, der auch wieder richtig ist.
Und wir prüfen einfach vor allem den falschen Teil und haben dann auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ja, das ist einfach nur ein Teil vom ganzen Post, der falsch ist. Wir können das diesbezüglich auch ein bisschen steuern, was da wirklich markiert wird. Wenn man noch auf CUI klickt, kommt man dann noch an so ein Fenster über und so kann man sich das wirklich Step by Step zum Faktencheck weiterklicken. Und da sieht man dann auch, dass wir wirklich auf eine ganz externe Seite, wo wir mit Facebook absolut nichts zu tun haben. Ja. Weil wir jetzt auch mit der Kooperation mit der DPA zusammenarbeiten, ist das auf der Seite von der DPA publiziert wird. Genau. Faktencheck hat selber immer eine ähnliche Aufstellung. Ja, und was auch bei uns natürlich sehr relevant ist, wir da unsere Quellen auch ausweisen. Und mit uns entsprechend auch verlinken. Da sieht man es zum Beispiel, da hat es jeweils Links dahinter, die dann auch noch zu dem führen. Und es geht ja auch darum, dass ein Leser das in einem 3 Monaten, auch in einem Jahr noch nachvollziehen kann, was wir eigentlich da gemacht haben. Warum kommen die zum Schluss, dass jetzt das, was auf Facebook steht, quasi nicht wie Falschmeldung ist? Quasi. Ja. Die dann belegen, weil wir aufgrund von dem, das oder das her recherchiert oder der, die und die Sachen können anführen. Genau, mit unserer Herlegung auch und wie wir wirklich dazugekommen sind, offenlegen. Das heisst, der Output passiert auf Facebook. Ich habe schlussendlich die Nachricht, oder er sagt, da greift er nicht, die Nachricht bleibt drauf. Ich sehe die Nachricht, habe den Hinweis, etwas nicht gut, kann dort draufklicken und dann sehe ich dann quasi, warum und wieso, dass man zu dem Schluss ist gekommen, dass das nicht stimmt. Das ist das, was ihr macht. Genau, also ich mache eigentlich den Text hier einfach vor allem geschrieben, genau. Unter die Verlinkung zum Facebook-Post gesetzt. Genau. Wie das dann noch auf Facebook aussieht, dort hat es jegliche Hinweise. Einerseits ist es wirklich unter dran vom Facebook-Post, wie jetzt hier. Wenn man aber die ganzen Kommentare zum Beispiel noch durchlässt, hat es unter dran auch noch so einen Hinweis, dass da Faktenchecker was publiziert haben dazu. Und ich habe jetzt auch noch ein anderes Beispiel. Da haben wir jetzt wirklich auch gesagt, dass das Bild, das Sharepic hier falsch ist. Und es kann auch so ein Hinweis sein, also es sieht wirklich immer ein bisschen anders aus. Aber ich finde einfach in dem Sinn auch, es ist nicht zum Übersehen, dass es in dem Sinn ein Hinweis ist. Wir löschen das nicht. Man kann aber auch genau gleich noch den ursprünglichen Post anschauen, indem man einfach jetzt hier zum Beispiel auf sein Foto klickt. Das funktioniert. Sie wollen hier genau das gleiche Spiel. Man bekommt so ein Pop-up-Fenster, wo man sich dann noch einfach auch Step-by-Step zum Faktencheck durchklicken kann. Es ist in dem Sinne nicht ein Muss, dass man das liest. Jetzt haben wir hier vorhin zum Beispiel von Walliser Kanne als Post, als Artikel. Bezieht sich die Arbeit auf solche Posts oder zum Teil wird ja auch in den Kommentaren dann werden weitere Links gepostet oder auch Behauptungen, halbe Geschichten. Betrifft das die Kommentare auch oder sind das Hauptposts, wo man da anschauen. Also wir machen eigentlich den Hauptpost, aber die Kommentare geben natürlich auch immer noch sehr gute Hinweise. Also sie geben teilweise auch einen Hinweis, wenn jetzt zum Beispiel in einem Facebook-Post nicht ganz, ganz klar ist, um was das eigentlich würde. Also vielfach ist dann Covid-Impfung zum Beispiel nicht so erwähnt gewesen, aber im ganzen Kontext und wie es die Leser noch verstanden haben, ist es in dem Sinn einfach ein Bezug da gewesen, dass es auch für die Leser alle so aufgefasst hat, dass jetzt Covid-Impfung da gemeint war. Und da haben wir natürlich dann schon ein bisschen so verwiesen. Und bei der Verifizierung schauen wir auf jeden Fall Kommentare auch an, weil dort hat sehr viel auch Hinweise noch. Teilweise sogar Hinweise, was jetzt die Originalquelle ist. Ich habe auch schon mal ein Video verifiziert. Und da habe ich in den Kommentaren unten sogar wirklich die Quellen gefunden, die ich dann. Ja, es ist in dem Sinn einfacher, wenn wir dem schon anschauen. Das ist für uns natürlich eine einfachere Variante, weil natürlich teilweise die Leute schon was gemacht haben, andere schon gesagt haben, das stimmt gar nicht. Aber wir haben wie einfach die Möglichkeit, halt, wirklich ein Label zu setzen. Das ist eine Falschmeldung. Klar. Hat er schon Rückmeldungen gehabt von Leuten, die sich gemeldet haben, weil der diesen Post quasi als falsche Information hat, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, so geht es nicht? Das gibt es auf jeden Fall, ja, regelmässig. Es kommt auch ein bisschen auf das Thema drauf an, ganz ehrlich. Die Themen bewegen ein bisschen mehr oder haben einfach teilweise auch mehr Reichweite erreicht. Und das machen wir ja auch mit dem Facebook, mit den Faktenchecks und mit dem Facebook-Post verlinkt, dass einfach die Reichweite eingeschränkt wird. Es hat Leute gegeben, die haben sich teilweise wirklich schon bedankt. Das haben sie gar nicht gewusst, merci für die Recherche.
Teilweise werden wir in dem Sinne auch angegriffen. Aber andererseits gibt es eigentlich dann auch gute Hinweise oder noch Input. Ja, wir haben teilweise auch sogar unsere Strategie ein bisschen angepasst aufgrund von Kundenrückmeldungen. Ja, also bei einem Faktencheck, den wir publizieren, dort ist auch unten dran immer wieder eine Mailadresse angegeben, was man kann uns wirklich erreichen und uns kontaktieren und etwas melden entsprechend. Also, wir sind in dem Sinne ja alle Menschen und wir können ja in dem Sinne auch Fehler machen oder irgendwie etwas übersehen. Und da ist natürlich auch ein Austausch auch für uns in dem Sinne sehr wertvoll. Wunderbar. Merci vielmals. Wichtiges Thema. Toll erklärt. Katrin Gilbert, danke für den Besuch im Studio. Das war es. 15 Minuten gehen wir wieder durch wie im Flug. Danke für die Einschaltung. Wir sind nachher wieder zurück im Kauerstudio mit dem Thema Künstliche Intelligenz ohne Diskriminierung. Freue mich. Bis dann. Ade.